Niklas ist kurz nach seiner Ausbildung direkt als Vollzeitinvestor durchgestartet. Gemeinsam mit seinem Vater hat er ein Mehrfamilienhaus gekauft, bei dem nicht alles nach Plan lief. Also nachdem 3 Wohnungen frei geworden sind, stellten sich in diesen Wohnungen doch erhebliche Mängel raus und die Sanierungssumme musste nochmal nachfinanziert werden. Niklas hat grundsätzlich konservativ kalkuliert, hat auch Rücklagen gebildet. Insofern kann man das abschreiben als Learnings, die man mitgenommen hat, denn das ganze Objekt rechnete sich am Ende dennoch. Trotzdem war es ein gutes Objekt, gerade beim ersten Objekt, hier lernen zu können für die weiteren Investments, die kommen werden. In diesem Sinne, ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien lernen. Und wenn auch du das lernen möchtest, dann abonniere doch am besten unseren Kanal. Hallo Niklas, hallo und schönen guten Tag, schönen guten Mittag, Mahlzeit kann man eigentlich sagen fast. Schön, dass du dabei bist, schön, dass du die Zeit gefunden hast ins Interview. Stell dich doch einmal kurz vor und ich will nicht spoilern, aber ich habe einige Fragen gleich in petto und muss mal gucken, wie weit ich dich da aus der Reserve locken kann. Also herzlich willkommen, Niklas. Ja, also ich bin Niklas Rüttenberger, bin jetzt 20, habe vor 3 Jahren jetzt mein Abitur gemacht, das ist jetzt auch schon wieder eine ganze Weile her. Danach habe ich die letzten 3 Jahre dann oder die letzten 2,5 Jahre eine Ausbildung gemacht. Damals zum Automobilkaufmann, also eigentlich eine ganz andere Richtung. Ja, zu mir als Person jetzt vielleicht noch, ich schaff's eigentlich immer relativ gut, so einen Ausgleich von der Arbeit zu bekommen beim Fußball. Spiele da hier auch in regionalen Verein. Und ansonsten bin ich jetzt seit Jahreswechsel eigentlich Vollzeit mit den Immobilien beschäftigt. Ja, du hast eine ganz gute Entwicklung hingelegt. Ich komme da gleich drauf zu, weil du hast deine Ausbildung jetzt beendet und hast das dann nicht weitergeführt, ne? weil sich die Dinge dann im Leben doch ein wenig geändert haben. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mal so, kamen mehrere Sachen zusammen. Also das erste Mal, dass ich mich richtig tief auch mit dem Thema Immobilien beschäftigt habe, war in dem ersten Corona-Loch. Da war ja auch vertriebstechnisch relativ schwierig. Die Kunden durften sowieso nicht ins Autohaus kommen und so weiter. Da waren ein paar mehr zeitliche Freiräume, die ich mir legen konnte. Und dann dachte ich mir, dann nutze die Zeit jetzt auch und versuch's, ja, ein anderes Thema mal so ein bisschen aufzugreifen. Ich hatte zwar so ein bisschen Grundlagenwissen über Immobilien, aber habe das für mich immer so ein bisschen nach hinten geschoben. Naja, wenn du dann mal genug Geld hast, dann kannst du das Thema ja mal anpacken. Mit genug Geld, glaube ich, damals im Hinterkopf hatte ich so irgend sowas, 500.000 oder was ich mir gedacht habe, was man dazu bräuchte. Ja, dann habe ich aber gedacht, ja, okay, dann schaust du mal nach der ersten Wohnung und dann, ja, als das dann in Arbeit war, habe ich auch versucht, so einen Mentor oder so eine Art Co-Investor zu finden, sodass das dann halt auch so ein bisschen wachsen kann in der Zeit. In der Zeit habe ich das dann natürlich auch meinem Vater erzählt, was ich vorhabe. Und so, ja, hat er mir das dann auch angeboten, dass wir da vielleicht auch irgendwo zusammenarbeiten auf einer bestimmten Ebene. Sollte man vielleicht dazu noch sagen, dass mein Vater jetzt auch nicht ganz unvorbeschädigt war. Er kommt oder ist selber Unternehmer, hat auch schon 2, 3 Firmen zur Marktführerschaft in Deutschland auf seinem Segment geführt und kommt aus der Einfamilienhausbranche und dadurch hatte er auch selber noch einen bestimmten Bestand und das hat dann relativ gut gepasst, sodass das dann halt parallel zur Ausbildung so ein bisschen wachsen konnte und dann irgendwann stand halt die... Ja. Entschuldigung, also dein Vater kommt aus der Immobilienbranche. Also die Firmen, die er hatte, sind ja nicht fremd thematisch. Also nee, sehr, also sehr nah. Keine Wohnimmobilien jetzt in dem Sinne, dass man die vermietet, so Mehrfamilienhäuser. Das hatte er zwar privat jetzt so, halt genauso wie man das jetzt, oder wie es wahrscheinlich die meisten bei Immocation nach der Masterclass machen, aber jetzt nicht als Hauptgeschäftszweig. Er hat halt Einfamilienhäuser gebaut. Und Grundstücke erschlossen. Aber ist natürlich nicht komplett branchenfremd. Okay, jetzt meintest du so die ersten Gedanken, meintest du so 500.000 braucht man da schon an Eigenkapital, um überhaupt zu starten. Was waren denn da so die ersten Gedanken und wann hat sich das gedreht? Also wann wurde dir klar, braucht man vielleicht nicht, um zu starten? Also ein gewisses Eigenkapital auf jeden Fall, aber eben nicht so in diesen Dimensionen. Also das ist dann durchaus, ich nenne es mal, demokratisiert werden kann, also dass es nicht denjenigen vorbehalten ist, die da jetzt große Berge Schubkarren an Eigenkapital davor halten.
Ja, also ich denke mal, so wie man das erste Mal ja mit den Banken gesprochen hat, bestimmte Sachen abgetastet hat, dann hat man ja auch die ersten Konditionen oder konkret auch, wenn man ein Objekt schon hat, was man plant zu kaufen. Und dann siehst du ja auch, wie viel Hebel beispielsweise darin liegt, dass man unter Wert einkauft. Das wäre ja schon mal ein Ansatzpunkt, wenn man da jetzt unter Wert einkauft. Wir hatten jetzt auch eine Wohnung, die jetzt aktuell vor einer Woche, glaube ich, beurkundet wurde, wo wir sogar aus der Finanzierung noch Geld wiederbekommen haben, wenn man so möchte, weil wir halt einen höheren Beleihungswert haben, als der Kaufpreis war. Von daher, dass es möglich ist, ist auf jeden Fall so. Natürlich braucht man Eigenkapital und ich denke mal, unter 10% Eigenkapital wird es auch nicht laufen. Aber man muss ja jetzt auch nicht zwingend so professionell das mit der professionellen Zielgebung so machen. Und wenn man sich jetzt eine Wohnung kauft, dann denke ich mal, ist da auch deutlich viel, viel weniger Geld notwendig, als wenn man das jetzt im großen Stil machen möchte. Und wenn man da jetzt eine Eigentumswohnung nimmt, je nachdem, wo man sie kauft, dann ist man da, denke ich, mit weit unter 100.000 auch schon dabei. Also das ist halt immer die Frage, wo möchte man noch hin, ne? Jetzt bist du ja, darf ich das sagen, noch jung mit 20 Jahren. Ich glaube, ich darf das sagen, darf nicht jeder sagen, aber Mitte 40 darf ich das, glaube ich, sagen. Der Gedankengang nochmal, ne? Ich hänge da so ein bisschen drauf auf diese 500.000, wo man sagt, man braucht, weil das ist ja durchaus, da stehst du ja nicht alleine. Also bei mir damals hat Jan auch damals gedacht, als ich meine erste Wohnung gekauft habe, wie viel Eigenkapital muss man eigentlich mitbringen und wie wagt man sich an dieses ganze Thema ran? Wodurch kam so der Gedanke, dass du sagst, ich möchte gerne was mit Immobilien machen, ich befasse mich damit und schlitter dann da so rein, weil du hättest ja auch deinen Vater fragen können und der hätte das wahrscheinlich auch recht schnell aufklären können dann. Ja, also das Komische eigentlich an der ganzen Sache ist, dass ich mein Vater oder mein Elternhaus da immer gar nicht so richtig im Hinterkopf hatte, obwohl ich das ja wusste, was die Vorgeschichte ist, was die Firmen gemacht haben und so weiter. Aber ich wollte halt nie dieses Unternehmertum in dem so interpretiert, dass man seine Zeit so ein bisschen auch gegen Geld oder gegen seine Person, gegen irgendeine Sache, die halt mit Arbeit verbunden ist, immer wieder gegentauscht, weil das ja im Endeffekt dann dasselbe ist, wie ja, angestellt zu sein. Und dadurch ja, habe ich das irgendwie so ein bisschen verdrängt. Aber der Gedanke kam dann eigentlich eher aus dem heraus, weil ich auch vorher schon so ein bisschen geguckt habe, alle Assets irgendwie abzudecken. Also vorher habe ich mit Aktien halt was gemacht und dann ja später auch mit Kryptowährungen und so weiter. Und das war halt noch das andere große Asset, was noch zu erschließen war für mich. Und dadurch war der Gedanke mit den Immobilien prinzipiell erstmal relativ naheliegend, aber natürlich erstmal nicht geplant mit damit, dass ich das jetzt meine ganze Zeit mache. Also. Okay, jetzt bist du 20 Jahre. Über welches Jahr reden wir jetzt? Reden wir über 2021, wo es dann losging? Da warst du dann 19. Nee, also eigentlich schon 2020, so Richtung Ende. Mhm. Und dann 2021 wurde es dann aber erst mit Kaufen konkret. Aber es hat ja jetzt erstmal Zeit noch gebraucht, das Wissen anzueignen, die ersten Erfahrungen zu machen mit Maklern, dass das alles so ein bisschen ins Laufen kommt, weil ich auch natürlich ein paar Erfahrungen sammeln wollte, bevor ich jetzt das erste Mal wirklich kaufe. Kannst du dich noch erinnern an deinen ersten Anruf beim Makler oder die erste Wohnung? Ja, also auf jeden Fall, das war schon, ich denke mal, die Erfahrung wird jeder haben, dass man dann erstmal relativ unsicher ist. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ohne dass ich das jetzt extra in dem Interview sage, dass mir die Masterclass da enorm geholfen hat, von der Selbstsicherheit einfach nur. Weil am Anfang habe ich mir halt immer gedacht, okay, vielleicht ja, übersiehst du jetzt was oder du kommst halt sehr laienhaft rüber, wenn du etwas besichtigst oder du vergisst einfach irgendwas zu prüfen, was relativ wichtig ist. Und vor allem, weil ich auch noch relativ jung bin, dann muss ich natürlich auch dementsprechend noch sicherer auftreten gegenüber einem Makler, um diese Sicherheit und diese, ja, einfach zu vermitteln, ich kaufe jetzt wirklich. Und da war es halt für mich das Wichtigste, erstmal dieses ganze Wissen irgendwie aufzubauen. Und dein erstes Gespräch, da war dann diese Unsicherheit noch da möglicherweise? Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, inwiefern, wie stark man es mir angemerkt hat, aber es sind ja einfach die Frage überhaupt erstmal, was erfrage ich denn jetzt? Wie gehe ich da taktisch ran, dass ich am Ende den Zuschlag bekomme? Da waren ja noch etliche Sachen, die man erstmal so für sich austesten muss. Ich habe früher schon mal ein paar Wohnungen gekauft gehabt, aber dann so, als ich Marc und Stefan 2017 kennengelernt habe und wir eine Serie gedreht haben, wo ich in Essen ein paar Wohnungen gekauft habe, da habe ich auch Makler angerufen und hat der Basti mir auch gesagt, jetzt rufst du da mal an und
Weil da war so die ersten Gespräche, ich weiß auch noch ganz genau, wie ich mich da ein bisschen rumgestottert habe und versucht habe, an meinem Gesprächsleitfaden da irgendwie mich da entlang zu hangeln. Ja, das als kurzer Exkurs. Man kommt da schnell rein. Also, bei mir war das auch so, dass ich mir das auch so ein bisschen dann so weggelegt habe. So, das kannst du ja heute Nachmittag noch machen oder gegen Abend oder lieber dann die E-Mail zu schreiben. Aber wenn man dann halt doch mal angerufen hat, merkt man ja auch, dass der Anruf dann doch vielleicht etwas effektiver ist, als da mal kurz auf ImmoScout zu schreiben, ich möchte die Immobilie haben. Okay. Du hast ein Objekt mitgebracht, ein Mehrfamilienhaus, das du dann angekauft hast. Erzähl mir und den Zuschauern und Zuhörern noch einmal, um was es da geht, wo sich das Objekt befindet und was es damit auf sich hat. Ja, also das war eines der ersten Objekte, zeitlich ein bisschen schwierig auseinanderzunehmen, weil das dann auch relativ zeitgleich war mit einer Wohnung. Müsste ich jetzt so gucken oder wir müssten definieren, was man jetzt als erstes nimmt, aber das war das erste Mehrfamilienhaus in jedem Fall. Es war auch ein Paket, war vom selben Verkäufer sozusagen, waren zwei Flurstücke nebeneinander, die auch geschlossen zusammenliegen. Das sind zwei Mehrfamilienhäuser. Das eine hat zwar nur 3 Einheiten, das andere hat 5. Insgesamt aber dann doch schon ein relativ großes Investmentvolumen gewesen. Und das liegt im Süden von Leipzig, in Röther. Das ist aus meiner Sicht schon eine aufstrebende Region. Ich bereue den Kauf auch nach wie vor nicht, aber wir wollten ja gleich auch noch so ein bisschen auf die Schwierigkeiten auf dem Weg eingehen. Ja, Röther ist jetzt kein Vorort von Leipzig, sondern Röther ist eine eigene Stadt. Hm? Richtig, genau. Oder klein. Nee, also braucht ungefähr eine halbe Stunde so bis nach Leipzig. Mhm. Beziehungsweise eine Dreiviertelstunde war es, glaube ich, bis zur Innenstadt, also wirklich in Mitte von Leipzig. Sicherlich kriegt man das auch noch schneller hin, wenn man jetzt da einen Zug oder so nehmen würde, aber ja. Mhm. Okay, wie bist du rangekommen und warum Röther? Ja, also eigentlich habe ich klassisch am Anfang die ganzen Immobilienportale halt durchgeschaut und habe halt auch eigentlich meinen Fokus damals auch noch mehr auf Dresden gesetzt, weil das von mir von der Entfernung her ungefähr dasselbe war. Und dann habe ich mich aber auch versucht, so ein bisschen an anderen Quellen zu bedienen. Zum Beispiel habe ich dann mich in Facebook-Gruppen und so weiter angemeldet für Offenmarkt-Objekte. Und da ist mir durch Zufall, das ist auch bis jetzt das einzige Objekt, durch Zufall dieses Objekt halt beziehungsweise habe ich da gefunden. Leipzig war jetzt regional für mich auch möglich und in Ordnung von der Entfernung. Und deswegen habe ich mir das dann noch näher angeschaut und habe halt ein bisschen mehr Zeit da investiert, dieses Gebiet südlich von Leipzig für mich zu erschließen, damit ich die nötigen Informationen habe. Und dann kam das auch relativ schnell zu einer Besichtigung und ich habe auch geschafft, der einzige Käufer oder Kaufinteressent nachher zu sein, wo es dann konkreter wurde. Die Facebook-Gruppe, wie heißt die? Also macht das Sinn, da sich in diesen Off-Market-Gruppen anzumelden? Also für dich ja schon, ne? Also ist das so zeitintensiv oder? Also ich denke, für die meisten Menschen wird es wahrscheinlich Sinn machen, vor allem am Anfang. So war es bei mir eigentlich auch, weil nachher umso mehr man sich sein Akquise-Netzwerk aufgebaut hat, wie auch immer man es nennen möchte, und seine Maklerkontakte etc., umso mehr kommt ja auch so schon rein. Sodass ich würde sagen, es ist kaum noch Zeit. Gut, ich habe das später auch noch anders automatisiert, da können wir vielleicht später auch noch drauf eingehen, aber von der Sache her investiere ich jetzt kaum noch Zeit direkt in die Akquise so. Und da kommt dann doch halt das ein oder andere dann mal über einen Makler rein. Aber für den Anfang auf jeden Fall, kann auf jeden Fall Sinn machen. Das Problem ist halt nur bei den meisten Gruppen, dass das nicht regional begrenzt ist. Und dann muss man sich halt immer die rauspicken, die für einen überhaupt in Frage kommen. Und für dich kam jetzt, ich muss mal gucken, Röther in Frage. Genau. Also ich habe für mich gesagt, dass ich jetzt eigentlich in den ersten Jahren nur im Osten von Deutschland sozusagen investieren will. Eigentlich am besten irgendwie zwischen Dresden, Leipzig der Linie im Süden und oben vielleicht noch ein bisschen nördlicher als Berlin, weil das halt von uns, von Lutherstadt-Wittenberg aus relativ gut zu erreichen ist. Sagst gerade Wittenberg, das sind die Thesen, die dort angeschlagen worden sind. Richtig, genau. Und Wittenberg selbst hast du nicht in die engere Auswahl dann mit einbezogen? Doch, also wir investieren auch an anderen Standorten. Ich habe jetzt von meinen aktiven Projekten von Fix & Flip, wenn man es so nennen möchte, vor allem Berlin. Das liegt aber auch vor allem daran, dass ich jetzt in Berlin wohne und das halt sich einfach anbietet, den Markt dann für sich auch mitzunehmen. Aber Bestandsobjekte haben wir vor allem Halle, dann halt ja, wie gesagt, das auch in Röther
und auch in Lutherstadt-Wittenberg, dass auf jeden Fall, auch wenn ich nicht zu viel Werbung machen möchte, damit hier die Konkurrenz nicht stärker wird, aber es ist kein ganz ungünstiger Standort. Okay. Ich wollte es mal wissen, um so ein bisschen einzuordnen, wie ich jetzt, ob du jetzt nur auf Röther bist oder eben auch im Umfeld und deinem Heimatort. Okay, zurück zum Objekt, zum Mehrfamilienhaus. Also, du hast am Ende warst du alleine in der Kaufpreisverhandlung, wenn ich das richtig verstanden habe. Gab es denn auch weitere Interessenten am Anfang? Ja, es gab wohl welche, aber nachher, also zur Besichtigung waren wohl auch noch andere Termine. Nachher in der Kaufpreisverhandlung, beziehungsweise ich habe einen guten persönlichen Nenner auch mit dem Verkäufer gefunden. Und da haben wir dann irgendwann ab einem bestimmten Punkt, habe ich gesagt, wo stehen wir jetzt, wollen wir jetzt konkret in die Verhandlung kommen? Muss ich da jetzt irgendwen überbieten oder so? Habe das auch gesagt, dass es für mich unattraktiv wäre, wenn ich da jetzt in eine Art Bieterverfahren reingerate. Und dann nachher war ich auch eigentlich der Einzige, der wirklich noch diesen Kontakt die ganze Zeit hatte, den Preis genau zu verhandeln. Also es war Verhandlungsspielraum da. Du konntest dann als Einziger... Ja. Ich habe ursprünglich auch mal einen Finanzierungsberater genutzt, vor allem um die ersten Bankkontakte zu knüpfen. Wir hatten zwar jetzt hier bei uns vor Ort in Lutherstadt-Wittenberg auch schon gute Bankkontakte, aber halt alles, was so ein bisschen überregional oder regional in den Investmentstandorten dann ist. Und der Finanzierungsberater hat auch Psychologie studiert und hat mir dann so ein bisschen auch unter die Arme gegriffen, zu sagen, wie ich das jetzt psychologisch gut aufbaue. Das hat mir, denke ich, am Ende auch ein bisschen geholfen. Ich hätte es mir, glaube ich, sonst nicht getraut, halt über 100.000 erstmal im ersten Gebot unter dem Kaufpreis, der im Exposé stand, zu gehen. Aber ja, gut, der Mut hat sich dann gelohnt am Ende. Okay, dann lass mal in die Zahlen einsteigen. Was war denn der Kaufpreis, der im Exposé stand? Also die hatten 610.000 für die beiden Mehrfamilienhäuser geboten oder halt gesagt, dass es der fixe Preis war am Anfang. Der Vollständigkeit halber, es ist auch ein Vorderhaus und ein Hinterhaus, das andere dann noch. Also es ist ein Dreifamilienhaus und dann halt nochmal diese beiden Häuser auf dem Nachbargrundstück. Ja, und nachher bei der Verhandlung sind wir dann aber bei 540.000 gelandet. Und das sind, du hast gesagt, 5 und 3 Wohnungen, ne? 5 in dem einen Haus, 3 in dem anderen. Genau. Also 8 Wohnungen, ja. Richtig. Beziehungsweise 8 Einheiten, eine Einheit ist auch noch Gewerbe, also da ist unten ein Online-Shop drin. Ah, okay. Und auf Quadratmeter bezogen, jetzt muss man sagen, Wohn- und Gewerbefläche dann gemeinsam dann haben. Richtig. Also die Gewerbefläche sind insgesamt nur 100, oder was heißt nur 100, sind 100 Quadratmeter. Insgesamt haben die beiden Häuser zusammen 498 Quadratmeter, also sagen wir mal knappe 500 Quadratmeter. Und bei der Verhandlung, also du hast 100.000 unter dem gewünschten Preis abgegeben und darauf hat der Verkäufer sich dann noch nicht eingelassen, sondern ihr habt euch dann bei 540 getroffen. Ne? War das also so ein Ping-Pong-Spiel oder hat er dann gesagt, nee, komm, 540, und du hast gesagt, komm, mach mal einen Deckel drauf? Nee, also es war wirklich, wir hatten gesagt, wir wollen halt jetzt einmal telefonieren und das dann, also wir hatten uns da schon sozusagen einen Telefontermin gelegt und gesagt, wir wollen jetzt wirklich konkret Nägel mit Köpfen machen im Telefonat und so war es dann auch. Ich bin halt erstmal reingegangen, glaube ich, weiß gar nicht mehr, mit 505.000 oder vielleicht waren es auch 510, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Und er hat dann natürlich gesagt, dass das gar nicht geht und naja, wie es halt klassisch dann ist, ne, irgendwas so mit 580 oder so dann erstmal weiter und hat sich das halt irgendwann in die Richtung eingependelt und ich denke mal, heutzutage würde ich, glaube ich, auf einen noch niedrigeren Preis gehen, aber daran gemessen, dass es halt das erste Objekt auch war, finde ich das im Nachhinein immer noch in Ordnung für den Preis. Auch wenn, ihr habt ja auch schon mal einen Post gemacht bei euch bei Immocation. Da kommen natürlich immer so ein bisschen polarisierende Reaktionen drauf. Ne? Manche, die es sehr gut finden, manche, die es sehr schlecht finden. Ja, ich denke mal, sicherlich kann man immer noch einen besseren Preis erzielen. Also wir nennen es Projektvorstellung, worauf du anspielst. Haben wir eine Projektvorstellung mit dir gemacht, wie auch mit anderen Menschen aus unserer Community, wo wir jetzt nicht, sage ich mal, den Fokus drauf legen, besonders tolle Superstars vorzustellen mit Objekten, sondern einfach ganz transparent mal zu zeigen, hey, das sind Menschen wie du und ich, die kaufen Immobilien und das sind die Zahlen, Daten, Fakten dazu. Also von daher nochmal
danke an dieser Stelle, dass du das gemacht hast. Und klar, da gibt es dann positive Kommentare, da gibt es auch negative, da gibt es dann mal auch ein paar Neider, die manche sagen, das geht doch gar nicht mehr und so weiter. Aber ich sag mal, unser Ansehen ist einfach Transparenz, das einfach mal zu zeigen, was eigentlich geht, und die Bewertung, gut oder schlecht, obliegt dann dem Einzelnen. Das ist dann ja auch sehr individuell. Ja, ich meine, wenn man jetzt nicht komplett Überwert kauft, also wirklich komplett horrend, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, das ist ja auch schön, dass das Immocation das Ziel hat, die praktisch jeden damit einzuschließen. Und das ist ja trotzdem ein Vermögen, was geschaffen wird, was sich dann ja auch zum großen Teil selber über den Leverage-Effekt abzahlt. Also da ist sowieso die Frage, ob das dann der Kernpunkt ist, worüber man sich unterhalten sollte, ne? Ja, ja. Ich komme mal zurück auf den Preis, also die 540.000 Euro, die du bezahlt hast. Wie hast du für dich kalkuliert, dass das ein Preis ist, den du bezahlen kannst oder bereit bist zu zahlen? Ja, also einmal habe ich mit PriceHubble natürlich auch mal geschaut, wie ungefähr der Preis war, beziehungsweise wie ungefähr die Marktlage ist, nachdem ich das für mich auch schon so ein bisschen eingegrenzt habe, auch mit Maklern vor Ort gesprochen habe, um auch nochmal so ein bisschen so ein Feedback zu bekommen. Und nachher, ja, denke ich mal, hatte ich einen relativ guten oder ja doch transparenten Eindruck von dem Markt, sodass ich sagen konnte, in dem Bereich ist es in Ordnung. Und dann nachher einfach mit dem Kalkulationstool, was ihr ja auch mal erstellt habt, ja, dann einfach auch, das Wichtige ist ja nachher auch, dass es sich selber trägt. Also auch alle Objekte ist für mich so das Credo, dass die sich selber abzahlen müssen. Also dass ich jetzt nichts monatlich draufzahlen muss. Okay, ich habe jetzt, du hast PriceHubble erwähnt, also PriceHubble sagt so um die 570.000, 580.000 so in diesem Bereich für das Objekt. Wenn man jetzt entsprechenden Zustand auch mit eingibt, also da gibt es halt Spannen, ne? Da kann man dann sagen, ist es in einem sehr einfachen Zustand oder renovierungsbedürftigen Zustand oder in einem normalen, und da gibt es halt so Spannen, muss man dann selber gucken, ob man das halbwegs marktgerecht selbst einordnet. Und dann gibt es ja auch noch Home Day, wo man sich ja auch so ein bisschen so grob informieren kann über die Preise. Da ist man so ungefähr, ich sag mal jetzt auf Röter Grundsätze, so bei 1050 so den Quadratmeter rum aktuell. Also liegst du so marktgerecht, kann man sagen. Ne? Genau. Also ich würde es jetzt auch nicht als Schnäppchen damals, wie gesagt, bezeichnen. Es war auch das erste größere Objekt. Es ging mir auch da zu dem Zeitpunkt einfach auch um die Erfahrungswerte vor allem. Und ja, dass ich halt keinen riesen Fehler mache mit dem Objekt. Halt einfach, dass es sich selber abzahlt und ich das Objekt halt noch weiter entwickeln kann, höhere Mieteinnahmen produzieren kann, auch weitere Einnahmen zum Beispiel über eine Werbetafel, die wir da jetzt haben, zu generieren. Dann haben wir da drauf eine PV-Anlage. Also eigentlich für mich kam diese Projektentwicklung auch so ein bisschen mehr in den Vordergrund. Also das hört sich jetzt nicht nach Einsteiger an, Niklas. Ja, also ja, gut, das ist. Ich habe mich schon sehr, sehr zeitintensiv ja damit befasst, welche Möglichkeiten es gibt, und ich denke mal auch jetzt würde ich so als eine meiner Kernkompetenzen neben so Verhandlungen denke ich auch sehen, dass ich halt diese Kreativität in den Projekten habe. So eher die vielleicht noch eine andere Möglichkeit zu finden, das Objekt doch noch ein bisschen oder einen Cashflow zu erhöhen. Und ja, das konnte ich da ein bisschen ausleben. Gut, jetzt 540.000 Euro erstmal Kaufpreis. Welche Mieten oder sag mal Ist-Mieten zum Kaufzeitpunkt stehen dagegen? Also damals war es, glaube ich, ein 6%er. Ich könnte jetzt aber aus dem Kopf nicht mehr genau die Mieten sagen, aber die waren irgendwo zwischen teilweise knapp 5 Euro und den 6,50, die marktgerecht waren, glaube ich, ein, zwei Wohnungen schon. Aber das meiste war halt irgendwo ein bisschen über 5 Euro so im Durchschnitt. Und damit bist du dann zur Bank gegangen mit diesen Kennzahlen. Jetzt stelle ich es mir schwierig vor, als Auszubildender erstmal da aufzuschlagen, ich habe hier ein Projekt, das ist ein Mehrfamilienhaus, 8 Einheiten, ist auch noch ein Gewerbe mit dabei, also 100 Quadratmeter sind dann ja rund 20% Gewerbeanteil, die Bank dann zu überzeugen, diesen Kredit zu genehmigen oder für ein Projekt zu erzeugen. Was ging das so reibungslos oder gab's da Schwierigkeiten? Ja, also wie gesagt, ich hatte ja dann meinen Vater so ein bisschen als ja, Geschäftspartner gewonnen.
Und wir sind auch von vornherein bis auch heute in allen Sachen, die wir haben auch andere Unternehmungen, die nicht ganz fremd sind mit Immobilien, aber halt doch ein anderes Segment. Da haben wir eigentlich immer gesagt, dass von vornherein das natürlich auf beidseitige Gewinnerzielungsabsicht abzielt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich brauche jetzt mal ein bisschen Spielgeld und investiere in Immobilien. Aber trotzdem sind wir halt zusammen aufgetreten, vor allem natürlich vor den Banken, weil es natürlich dumm gewesen wäre, da jetzt entweder noch, also schlechtere Konditionen wäre ja fast noch gut gewesen, aber ich denke mal, ich wäre in dem Zeitpunkt nicht wirklich finanzierbar gewesen, weil ich zwar Eigenkapital gehabt hätte, um eine Wohnung zu kaufen, aber nicht das nötige, den nötigen monatlichen Einnahmen, um dann halt so einen Kredit abzudecken, wenn der mal irgendwie auseinanderplatzt. Habt ihr dann gemeinsam gekauft oder habt ihr über eine GmbH dann gekauft oder wie kann ich das verstehen? Am Anfang haben wir eine GbR gegründet und da sind auch die Bestandsobjekte erstmal reingeflossen, weil ich da in der Masterclass auch so weit war von den steuerlichen Themen, dass ich wusste, es muss jetzt nicht prinzipiell die beste Variante am Ende sein, aber du kannst jetzt erstmal mit einer GbR nicht grundsätzlich so viel falsch machen, wenn man das nachher übertragen möchte, wieder unter die Holding. Und deswegen haben wir da erstmal eine GbR gegründet, weil wir auch nicht geplant haben jetzt von vornherein, dass wir da jetzt im größeren Stil irgendwas machen. Verstehe. Und dann dadurch, dass jetzt du im Huckepack die Bonität deines Vaters mit reingebracht hast, konntest du das oder konntet ihr gemeinsam dann den Kredit auch bekommen? Richtig, genau. Also es war an der Stelle dann kein Thema, ne, dass du in der Ausbildung bist. Nee, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich eigentlich in der Betrachtung wie ein leerer Ordner betrachtet wurde. Glaube ich so bei den ersten ein, zwei Immobilienprojekten, weil ich ja im Endeffekt für die Banken nichts hatte. Ich hatte ja weder so viel Eigenkapital, dass ich so ein ganzes Mehrfamilienhaus in dem Fall komplett hätte bezahlen können im schlimmsten Fall, noch hatte ich ja so viel monatliches Einkommen, noch hatte ich eine ewige Berufserfahrung in dem Gebiet, die ich hätte vorweisen können. Man hätte mal schauen müssen, wie es funktioniert hätte, eine kleine Wohnung, weiß ich nicht, vielleicht hätte das geklappt mit dem Eigenkapital, aber natürlich auf jeden Fall schwierig. Ich will da gleich noch drauf kommen, es ist ja Segen und Fluch zugleich. Auf der einen Seite, wenn man jung ist, die Zeit ist der beste Freund. Ne? Also eigentlich heißt es ja, kann man nur sagen, fang so früh wie möglich an, aber dann werden dir natürlich auch Steine in den Weg gelegt. Du hast noch nicht das Einkommen, du hast das Eigenkapital noch nicht da. Ne? Aber da komme ich dann gleich nochmal drauf zu. Aber das Haus, Finanzierung steht, das Haus habt ihr dann gekauft. Wie sah die Detailprüfung aus? Seid ihr da richtig tief reingegangen mit gegebenenfalls einem Gutachter noch, die Gewerke begutachtet, oder habt ihr es so selbst gemacht und selbst geprüft und vielleicht auf die Unterlagen fokussiert oder eben auch auf die Techniken des Hauses? Ja, also wir haben uns halt vor allem am Anfang jetzt die Dokumente natürlich geprüft, das ist natürlich der erste Schritt. Ohne das ist es ja auch schwierig überhaupt fortzufahren mit der Prüfung, weil wenn da schon bestimmte Sachen gefunden werden, ist natürlich schwierig. Und nachher dann nach der Besichtigung oder bei der Besichtigung haben wir halt vor allem viele Bilder gemacht und dem halt dem bekannten Handwerkernetzwerk so ein bisschen zur Verfügung gestellt und gesagt, schau dir mal dies an oder das. Da war vor allem das Thema Gastherme damals noch, PV-Anlage und so weiter. Ja, so ein paar Sachen. Allerdings ist es halt auch schwierig, ein Mehrfamilienhaus, auch umso größer das Mehrfamilienhaus wird, jede einzelne Wohnung zu besichtigen, weil ja dann immer irgendein Bewohner gerade nicht kann oder irgendeine Sache hat. Und das war dann im Endeffekt jetzt eine Sache, die ich mir nicht wirklich vorwerfen kann, nicht geprüft zu haben, aber wo jetzt eine Sache im Nachhinein aufgetreten ist, die ich im Nachhinein sagen würde, hätte ich vielleicht menschlich ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl haben können. Mhm. Ich denke, die Faktenlage habe ich relativ gut geprüft. Da war soweit alles erstmal in Ordnung. So, jetzt muss ich da natürlich den Finger drauf legen. Worum ging es denn da oder was ist denn da aufgefallen? Nach Notar, nach Beurkundung dann? Ist es erst zum Vorschein gekommen? Genau, also da haben die ursprünglichen Eigentümer von dem Objekt, also die Voreigentümer sozusagen, vorher noch drinnen gewohnt in dem Dreifamilienhaus, da die das Geld damals halt
haben wollten für das Haus, allerdings noch ein halbes Jahr drin wohnen wollten. Nachdem wir das halt gekauft hatten, beziehungsweise es war nicht mal ein halbes Jahr, war vielleicht ein Vierteljahr, wo sie noch drin gewohnt haben. Und danach war sozusagen der Auszug. Sie haben die Wohnung wieder übergeben. Da gab es dann schon ein bisschen Probleme, weil die Wohnung halt nicht wirklich besenrein übergeben wurde. Da standen noch Möbel drin, Teppiche lagen drin und so weiter, wo dann gesagt wurde, die könnt ihr jetzt ausräumen. Das war dann so ein bisschen das erste interessante Thema, was ich da hatte, was ich ja auch, so eine Sache hatte ich ja vorher eigentlich auch noch nicht. Und dann sind halt immer mehr Sachen aufgetreten. Wir haben dann natürlich alles rausräumen lassen, da um die Kosten von der Ausräumaktion und natürlich auch von den Mängeln, die halt wahrscheinlich arglistig verschwiegen wurden, ist auch gerade das noch so ein bisschen in Verhandlung. Von daher bin ich da jetzt mal vorsichtig, was ich genau sage, aber auf jeden Fall waren da halt viele Mängel unter dem Teppich, Schimmel, dann oben im Bad hat zum Beispiel, haben die Fliesen komplett gefehlt, also da war praktisch einfach der hohe Fußboden drunter, allerdings mit Schüttung, also es ist jetzt nicht so, dass da drunter Beton war, sondern da war einfach eine Sandschüttung, die man da drunter hatte unter den Teppichen, so Sachen, die halt einem auf jeden Fall auffallen, wenn man drin wohnt, dass man nur Sand in seinem Bad hat zum Beispiel, und die Sachen mussten natürlich dann irgendwie behoben werden. Und bei der Besichtigung wart ihr nicht drin oder ist es da nicht aufgefallen? Nee, wir haben zwar mal reingucken können in den Flur, die Leute haben aber damals vorgegeben, halt ein großes Problem wegen Corona zu haben, also eine sehr starke Angst, sich anzustecken, was ich ja prinzipiell auch absolut verstehen kann. Wir haben dann auch angeboten, ob es in Ordnung wäre, wir würden halt mit FFP2-Maske reingehen, alles vorher lüften, hinterher lüften, oder sie geben einfach mit einem WhatsApp-Anruf mit der Kamera oder FaceTime, wie auch immer, halt durch, sodass wir uns halt einen Überblick verschaffen können. Und an der Stelle haben die halt gesagt, ja, so technische Sachen können sie nicht, weil sie auch ältere Leute sind. Gut, ist in Ordnung. Und das andere wollen sie halt wegen dem Gesundheitsrisiko nicht. Da hätte ich vielleicht in dem Moment so ein bisschen Fingerspitzengefühl entwickeln müssen, dass das natürlich sein kann und ja legitim ist, aber natürlich genauso auch heißen kann, dass da irgendwas im Argen liegt, wie es in dem Fall war. Das ist vielleicht so das Einzige, was ich mir im Nachhinein anhefte, weil von der Sache her kannst du halt eigentlich nicht ein komplettes Mehrfamilienhaus, man stellt sich das jetzt mal mit 20 Einheiten vor, jede Wohnung besichtigt haben. Das ist halt enorm schwierig. Und den Auszug der Verkäufe, den habt ihr dann auch nicht geregelt im Kaufvertrag, ne? Sondern du hast es übernommen, das Haus. Wir hatten einen Mietvertrag, der befristet war bis zu dem Datum und in dem Moment mussten sie ausziehen. Das hat auch alles funktioniert, haben halt, wie gesagt, ihre Sachen drinnen gelassen. Und die Maklerin, beziehungsweise unsere Verwalterin, die wir für die meisten Objekte haben, die war da auch gerade hochschwanger und die sind dann fast noch handgreiflich gegen sie geworden, weil sie das nicht einsehen wollten, ihre Möbel rauszunehmen. Also das war dann schon erstmal noch so ein kleiner Kulturschock in dem Moment für mich. Ja, man hat es nicht immer mit professionellen Verkäufern auch zu tun, nur auf der anderen Seite. Da sind auch teilweise Menschen, die das geerbt haben. Man kennt die Story ja nicht dahinter, ne? Ja. Ja, nee, das auf jeden Fall. Also sicherlich kann man das dann nur auf menschlicher Ebene noch ein bisschen besser prüfen, wie gesagt. Aber das waren ja auch nicht unsere Voreigentümer in dem Sinne. Ja. Also die haben das komplette Dreifamilienhaus, haben die zu zweit bewohnt? Ja, ursprünglich haben da wohl, also das ist natürlich umso mehr Sachen aufgetreten sind, habe ich natürlich auch mal recherchieren lassen, auch von der Verwalterin, weil sie da relativ ortskundig ist. Ja, was da vielleicht so vorher war, was die Familiengeschichte ist und so weiter, wie das dazu kam. Und wohl haben da noch Verwandte drin gewohnt vorher mit, aber halt ein, zwei Jahre vor Auszug dann nicht mehr, sodass dann halt eigentlich von den drei Wohnungen zwei eigentlich leer standen de facto und nur noch eine wirklich effektiv bewohnt wurde. Du hast ja jetzt eben schon so ein paar Mängel aufgezählt. Kannst du sagen, welchen Umfang das hatte? Also erstmal die Schätzung, was auf dich zukommt, was du da machen musst, wie viel Geld du da noch reinstecken musst und was es dann geworden ist und was so die schlimmsten Sachen waren. Ja, also wir sind gerade mittendrin oder sagen wir mal so ein bisschen über die Hälfte. Das hat sich dann nämlich doch noch relativ stark gezogen, ehe man alle Handwerker zusammen hatte. Es werden am Ende wahrscheinlich so um die 65.000 Euro sein, die wir komplett nachfinanzieren konnten. Auch das Objekt mit beleihen konnten, Gott sei Dank. Also wir mussten da jetzt kein anderes Objekt für beleihen oder irgendwelches Geld abtreten oder so. Da hatten wir in dem Moment noch Glück, dass die Bank das auch höher eingeschätzt hat als den Wert.
Ja, aber natürlich ist der Puffer jetzt im Endeffekt, beziehungsweise der Cashflow nahe Null dann danach, weil ja, das natürlich schon nochmal eine Belastung von den Finanzierungskosten ist. Kommen wir mal zu den Finanzierungskosten. Wie hast du es denn finanziert? Und dann sagst du, ihr habt euch nochmal auf eine Nachbeleihung einigen können für die Sanierungskosten dann. Also macht ja eine Bank eigentlich ungern, ne? So relativ am Anfang schon eine Nachbeleihung. Also die Nachbeleihung war lustigerweise auch bei einer anderen Bank, muss man dazu sagen, weil wir haben die ersten, ich denke mal, die Banknamen kann man ja nennen, oder? Die Commerzbank war halt erst unser erster Ansprechpartner. Und dann haben wir aber bei den nächsten Objekten sind wir auf die Sparkasse, bei unsere regionale Sparkasse zugegangen, da wir da gute Kontakte hatten und sich das dann auch angeboten hat, auch von den Konditionen her. Die Commerzbank hatte dann auch ja später immer mehr Probleme, wenn so Wohnungspakete waren, dann mussten sie jede Wohnung einzeln beleihen und als Finanzierungsvertrag machen. Und eine Wohnung unter 100.000 ist ja immer nicht wirklich attraktiv in der Finanzierung. Und wenn man das dann nicht bündeln kann, ist das dann halt irgendwann rausgefallen. Und dadurch, dass wir dann der Sparkasse gesagt haben, wir werden jetzt mit euch noch ein paar Deals machen, denke ich mal, war da auch eine größere Redebereitschaft, dann da ja vielleicht auch noch eine Möglichkeit zu finden. Dann gib mir mal ein Gefühl. Das Objekt hat dann die zunächst die Commerzbank finanziert, ne? Genau. Zu welchem Zins und zu welcher Beleihung? Also wir hatten für beide Kredite, beziehungsweise nee, für den ersten Kredit, der normale Kaufkredit sozusagen, waren es 1,48% Zinsen. Ja gut, haben wir natürlich hinterher immer bessere Konditionen bekommen noch, weil dann wir auch die Erfahrung und so weiter mit vorweisen konnten. Damals war das halt das Beste, was wir bekommen konnten, und hatten 2% Tilgung. Jetzt nachher bei dem anderen, bei der Nachbeleihung hatten wir, glaube ich, irgendwas mit 3,1% oder so Zinsen. Tilgung weiß ich gar nicht, ob wir da gerade 2, 2,5 oder 3 hatten. Das könnte ich jetzt aus dem Stegreif gar nicht sagen. Ja, also ist die Kalkulation, wenn du sagst, du hast mit 6% da eingekauft zunächst, da ist ja nicht mehr viel Luft. Und so meint es ja gerade, das hat... Ja, aber da war es ja noch nicht entwickelt, muss man dazu sagen. Ja. Also danach kam ja die Werbetafel noch, danach kamen noch neue Mieter rein, danach kam noch eine Mieterhöhung. Also danach wurde ja sozusagen erstmal noch Luft verschaffen, die aber schon eingeplant war sozusagen. Natürlich war das, was dann wieder kam, das aufzufressen, nicht eingeplant, aber zumindest sieht man da, wie wichtig der Puffer halt nachher ist. Ja. Du bist dann, meinst du jetzt gerade, Cashflow ist auf Null runtergefallen, sozusagen aus dem Objekt, wo vorher Luft drin war, durch die Sanierung ist der jetzt raus. Wo stehst du jetzt? Wie läuft das jetzt aktuell, jetzt mit der neuen Vermietung? Ja, also man muss ja sagen, Cashflow für mich oder den Cashflow, über den ihr immer sprecht, ist ja auch immer nach allen Rücklagen und so weiter. Das ist eine Definitionssache, ja. Genau, das ist ja eine Definitionssache, und für mich ist der Cashflow auch wirklich, nachdem ich meine Rücklagen gebildet habe, die angemessen sind dafür. Und da ist unser Cashflow jetzt, glaube ich, irgendwas 15-20 Euro oder so. Ich habe es jetzt aber nicht ausgerechnet, wenn ich die ganzen Rücklagen als Gewinne sehen würde, wo man dann landen würde, das könnte ich jetzt aus dem Stegreif nicht sagen. Aber wir hätten dann, wenn das durch ist und das alles so läuft, hätten wir halt 7,3% ungefähr an Mietrendite, was dann auf jeden Fall noch in Ordnung wäre. Wenn die Wohnungen, die jetzt gerade noch wieder hergerichtet werden, dann auf den Markt kommen und vermietet werden. Bist du zuversichtlich, sowas, was die Mietnachfrage angeht, nach Wohnraum in dem Ort? Ja, also die Region an sich ist relativ in Ordnung. Ich denke, man kann momentan nur so ungefähr 6,50 Euro, vielleicht wenn es gut läuft, 7 Euro erzielen auf den Quadratmeter. Allerdings ist das eine ehemalige Kohleabbauregion, und da entstehen jetzt gerade etliche Seen ringsherum, und die Immobilienpreise steigen da halt auch enorm. Das war auch so ein bisschen der Hintergedanke an dem Investment. Und ich denke mal, jetzt für den Moment wird es halt irgendwie, wie gesagt, auf 6,50, 7 Euro hinauslaufen. Aber ich mache mir da für die nächsten Jahre, ehrlich gesagt, von der Vermietbarkeit her eigentlich gar keine Sorgen. Ja, und das Objekt ist jetzt auch erstmal hergerichtet, ne? Zumindest der Großteil des Objektes. Genau. Ich weiß, das ist halt sehr immer objektbezogen. Die Frage aber trotzdem bezüglich der Rücklage, ne? Weil du hast es ja betont auch, und finde ich genau richtig, die Rücklage da großzügig zu bemessen und eben nicht in die Cashflow-Betrachtung erstmal reinzunehmen.
Wie bemisst du die Rücklage jetzt? Hast du ja 3 Wohnungen wiederhergestellt, saniert. Machst du da dann weniger Rücklage oder sagst du da, ich kalkuliere da in der Jahresmiete möglicherweise oder halben Jahresmiete oder legst du pro Quadratmeter was zurück? Wie ja, also ich habe das eigentlich dann wirklich bis jetzt auch beibehalten, dass ich da euer Kalkulationstool nutze. Und da müsste ich jetzt gerade mal schauen, es geht auf jeden Fall auf den Quadratmeter. Da habe ich jetzt, müsste ich jetzt gerade mal schauen, wie ich die Rücklagen gestaltet habe. Da habe ich einen kalkulatorischen Mietausfall von 3% in dem Standort auch gelassen. Das ist ja so, sage ich mal, der Durchschnitt, ein normaler Wert. Je nachdem, nach Risiko von dem Standort könnte man sicherlich auch höher gehen. Und dann habe ich pro Quadratmeter halt auch die klassischen 10 Euro in dem Objekt erstmal gelassen, pro Quadratmeter im Monat. Und den Mietausfall, den hast du ja jetzt tatsächlich auch, ne? Durch die Sanierung gerade. Richtig. Ja. Nee, also genau. Wichtig, das mit reinzunehmen. Ja, und dann habt ihr das Objekt entwickelt, sozusagen wieder auf Vordermann gebracht. Wie geht es denn jetzt weiter? Du hast anfangs schon gesagt, du konntest gar nicht genau sagen, ob es das erste Objekt war, zumindest das erste Mehrfamilienhaus, weil am Anfang eigentlich mehrere Sachen parallel eigentlich gestartet sind. Du hast mir eben im Vorgespräch gesagt, dass du deinen Job gar nicht mehr machst mittlerweile. Und da jetzt die Frage, wie geht's weiter? Wie geht's mit dir weiter, mit eurer Firma weiter und vor allem auch mit eurem Immobilienbestand? Ja, also ich hatte dann halt, wie gesagt, damals so ein bisschen diese Frage, was machst du jetzt weiter? Dann gab es noch diese Umgestaltung in den Vertriebssystemen von vielen Autoherstellern. Und da ist halt auch, konnte mir da auch jeder nur die Sicherheit geben, dass ich auf jeden Fall einen guten Job bekomme, aber die Frage war halt, kann ich wirklich irgendwas im Vertrieb machen? Und dadurch, dass sich das natürlich dann auch immer mehr angeboten hat und immer mehr Zeit auch reingefallen ist, das war auch eine sehr intensive Zeit, als das alles parallel gelaufen ist, weil in das letzte halbe Jahr habe ich dann noch überlegt, kommt ein Abbruch sozusagen in Frage, sodass du die Zeit halt besser investieren kannst in die Immobilien, als es halt stärker gewachsen ist, weil ich dann halt nach Feierabend immer noch enorm lange gearbeitet habe. Und dachte mir dann aber, nee, das ziehst du jetzt halt noch durch, dieses viertelhalbe Jahr. Und deswegen, ja, das konnte ich dann noch zum Abschluss bringen, habe dann jetzt voll starten können. Und Stand jetzt wird das auch der Weg sein, den ich in den kommenden Jahren gehe. Ich habe mir da auch so ein paar Ziele gesetzt, sodass ich da denke, Stand jetzt komme ich da eigentlich relativ gut durch. Wohnst du zu Hause oder hast du eine eigene Wohnung, die du noch bewirtschaften musst? Ja, nee, ich habe noch eine Wohnung, wohne in Berlin. Vorher, während der Ausbildung oder den Großteil der Ausbildung, außer Richtung Ende hin, habe ich auch noch bei meinen Eltern gewohnt. Einfach auch, um das Geld sinnvoller zu nutzen. Habe da auch schon eine große Sparrate gehabt und habe versucht, da noch ein bisschen was zur Seite zu legen, soweit das halt geht in der Ausbildung. Aber das ist schon, muss ich sagen, ein relativ großer Kostenpunkt. Und das denke ich mal jetzt, man kann jetzt zwar versuchen, eine rationale Begründung dafür zu finden, aber ich denke mal, rein wirtschaftlich ist eine Wohnung in Berlin jetzt nicht unbedingt das Vorteilhafteste. Ja, aber am Ende ist es ja ein Unternehmertum. Ne? Du sagst, du willst das jetzt Vollzeit machen, du willst oder bist Immobilieninvestor jetzt in Vollzeit, dann hast du eben auch die Risiken eines Unternehmers mit dabei. Ja. Ne? Und da geht es dann halt auch erstmal darum, am Anfang wirklich mal den Groschen, oder ich sag mal den Euro zweimal umzudrehen und zu gucken, dass man über die Runden kommt. Aber den Schritt zu wagen, das ist ja auch erstmal, ist ja ein großer Schritt. Hast du da eine Analyse gemacht, wie viel Geld du brauchst? Oder hast du gesagt, ich probiere das jetzt mal 12 Monate, so und so viel Geld habe ich da zur Verfügung. Möglicherweise gehe ich nochmal den Schritt zurück ins Angestelltenverhältnis oder gibt es den Weg für dich nicht mehr? Dass du sagst, meine Ziele, die ziehe ich jetzt durch, die erreiche ich. Ja, also ich glaube, der Weg zurück dann wieder in das Angestelltenverhältnis ist dann immer relativ schwierig. Ich denke, das Feedback kannst du mir vielleicht auch geben. Es ist halt, bedeutet ja auch Freiheit und an seinem Ziel jeden Tag arbeiten zu können oder auch an dem Vermögen. Und das ist natürlich eine Sache, die du als Angestellter nur bedingt halt machen kannst. Und dadurch, dass ich da eigentlich auch noch andere Sachen mit bewirken möchte, mit der Unternehmung und dem Kapital, was daraus generiert wird, denke ich mal, würde es für mich den Schritt jetzt nur sehr schwer geben. Aber man kann natürlich jetzt niemals nie sagen.
ja, wahrscheinlich schwierig jetzt zu sagen, ob das jemals wieder in Frage kommt. Wie viel Geld brauchst du denn zum Leben? Ach ja, genau, das war ja noch die andere Frage. Ja, ich, generell habe ich mir gesagt, dass ich auch von der GbR am Anfang und auch jetzt von der Unternehmung so wenig Geld wie möglich eigentlich nehmen möchte, weil ich das eigentlich thesaurieren möchte und jetzt das Wachstum auch am Anfang so stark wie möglich voranbringen möchte. Und wir haben dadurch, dass wir das jetzt so ein bisschen wie eine Art, ja gut, Startup ist ein falscher Begriff, aber vielleicht so als wie eine Unternehmensneugründung war es ja im Endeffekt jetzt nochmal, haben wir gesagt, okay, wir gucken halt, wie schnell es sich selber trägt, haben, oder mein Vater hat auch das Ziel, halt sein Coaching voranzutreiben, aber sich davon auch ein bisschen unabhängiger zu machen. Er arbeitet ja, wie gesagt, weiterhin jetzt in seinen Unternehmensberatung und ich versuche das halt jetzt so schnell wie möglich, ja, so viel Gewinn wie möglich halt natürlich zu machen, wie jeder Unternehmer. Aber natürlich Fakt ist, dass man erstmal eine Zeit am Anfang überbrücken muss bei Immobilien. Da, wenn ich jetzt in den Flip ich anfange, je nachdem wie umfassend die Maßnahmen sind, dauert das halt auch dann mal ein Viertel, ein halbes Jahr oder ja wahrscheinlich eher irgendwas dazwischen. Und in der Zeit hast du ja auf jeden Fall keine Gewinne. Und diese Zeit muss man in jedem Fall überbrücken können. Darauf zielt dich ab. Also du kannst jetzt aus der Tätigkeit selbst noch nicht deinen Lebensunterhalt bestreiten. Ja gut, das ist jetzt schwierig zu sagen, weil jetzt halt mehrere Projekte im Tun sind. Vorher habe ich mich eigentlich, bevor ich jetzt ja Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres Vollzeit da eingestiegen bin, habe ich mich vor allem auf Bestandsobjekte konzentriert. Jetzt mache ich diesen Eigenkapitalzufluss viel verstärkter, weil das natürlich irgendwo der Wachstumsfaktor jetzt ist. Und da sind halt mehrere Sachen jetzt gerade drin, so dass ich ungefähr sagen kann, wo die Gewinne dann hinlaufen werden. Aber ja, wie gesagt, man muss halt das Geschäftsjahr dann irgendwo abwarten. Und dann so ein guter Flip, dann hat man ja je nachdem durchaus so ein Jahresgehalt oder so auch mal schnell drin, ne? Wenn je nach Größe genau des Objektes und Zielgruppe, auf was man sich da spezialisiert hat. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also sicherlich muss man an der Stelle auch wieder sagen, dass es ein Vorteil ist, dass wir jetzt das auch im Duo so machen. Auch wenn ich natürlich genauso das Risiko trage, wie wenn ich das mit einem anderen Geschäftspartner mache, ist natürlich unser Riesenvorteil, dass wir uns natürlich blind vertrauen und somit da auch ja die Abstimmung relativ einfach ist in vielen Belangen. Und deswegen denke ich mal, auch wir relativ gut schnell Dinge zu Ende bringen können und dann auch wachsen können. Wie sieht so dein, ich weiß nicht, ob man klassisch sagen kann, aber wie sieht so dein Tagesablauf aus? Ja, also ich bin da relativ diszipliniert, was so den Tagesablauf angeht, weil ich denke, dass ich da noch relativ viel über diese Routine und so weiter rausholen kann, damit ich mir nicht komplett irgendwo verfalle in dem Tagesgeschäft und dann nur E-Mails beantworte oder so. Aber ich habe jetzt eigentlich immer versucht, vor 8 so die meisten E-Mails und Sachen abzuarbeiten, weil im Immobiliensegment ist ja vor 8 Uhr oder teilweise 9 Uhr sowieso noch nicht viel mit Telefonaten oder irgendwelchen Terminen. Und ja, ansonsten muss ich sagen, es ist echt relativ flexibel gehalten. Wir haben jetzt immer gesagt, dass wir einmal die Woche alles zusammenkommen hier in unserer Unternehmenszentrale, aber ansonsten ist es wirklich immer da, wo gerade ja die Arbeitszeit am sinnvollsten eingesetzt ist. Da bin ich dann auch. Jetzt habe ich noch eine Frage, die mich brennend interessiert, die sich aber wahrscheinlich auch einordnen lässt in eure Unternehmensgruppe. Aber was mich jetzt so speziell interessiert, wenn man dich jetzt als Person mal loslöst, welche Vorteile siehst du oder hast du vielleicht schon in der Realität festgestellt, aufgrund, ja, dass du gerade 20 Jahre bist vom Auftreten her und dann natürlich auch den Gegenpol, welche Nachteile hat das möglicherweise auch? Ja, also ich denke mal, ein Marktvorteil, den ich mir sichern kann, ist, dass es nicht sehr viele Konkurrenten auf dem Markt gibt in meinem Alter. Auch umso höher die Summen werden, auf jeden Fall ist das dann relativ wenig. Somit kann ich vielleicht den Esprit noch so ein bisschen aus den jungen Jahren mitbringen. Vielleicht auch so ein paar neue Technologien oder Sachen, die bei uns jetzt ein bisschen präsenter sind. Ich habe mir da auch sehr starken Fokus auch auf Nachhaltigkeit gesetzt, habe gesagt, dass es halt für uns auch einfach eine Aufgabe ist, auch als Sektor in den Immobilien da das Portfolio nachhaltig zu gestalten. Und das sind natürlich auch Technologien und Sachen, die man jetzt als Chance nutzen kann.
Auf der anderen Seite, wenn es jetzt aufs Alter geht, ist es natürlich immer damit verbunden, dass du immer ein Stück sicherer auftreten musst, auch ein bisschen mehr Kompetenz und Wissen mitzeigen musst in den Terminen, auch wenn es jetzt um Co-Investments geht oder andere Sachen, als man das wahrscheinlich voraussetzen würde, wenn man eine andere Vita vorzuweisen hätte. Aber das ist, ich denke mal, das ist alles keine Sache, die ich als Problem ansehen würde. Das Einzige wäre, glaube ich, bei den Banken, wenn ich diese Konstellation halt jetzt nicht hätte. Ich habe es eben gesagt, also die Zeit spielt mit. In 10 Jahren sind die ersten Dinger, da kannst du gegebenenfalls Anschluss finanzieren, je nachdem, wie du es angesetzt hast. Und in 20 Jahren im Großteil schon abbezahlt. Ne? Und dann kommst du gerade in das Alter, in dem ja, ich jetzt gerade bin. Also das ist ja, schon also auch, eigentlich so, das Ziel war ursprünglich dann, als es konkreter wurde, dass ich zumindest in 10 Jahren nicht mehr zwingend die Arbeit machen müsste. Mal sehen, ob sich das so einhalten lässt am Ende. Ich drücke die Daumen. Also ich kenne sehr viele, die das in diesem Zeitfenster geschafft haben. Ja, also ich denke mal, ich würde hinterher natürlich jetzt auch nicht nichts machen. Aber ich hätte zum Beispiel auch neben der Sache halt Vermögen auch für die Nachkommen und so weiter zu schaffen, auch noch Lust halt so ein bisschen Arbeit in sozialere Themen auch reinzustecken, vielleicht auch Kapital. Aber dafür braucht man halt auch wieder erstmal diese finanzielle Freiheit, um solche Sachen überhaupt umsetzen zu können. Von daher habe ich vielleicht dann irgendwann die Chance, das auch schon in jüngeren Jahren irgendwie starten zu können. Ja. Letzte Frage, bevor wir dann zum Ende des Interviews kommen. Du meintest gerade, ihr flippt gerade, also ihr kauft Wohnungen, wertet die auf und verkauft sie dann wieder. Siehst du da im aktuellen Marktumfeld, siehst du da Veränderungen oder siehst du da gerade höhere Risiken auf uns zukommen, weil wir jetzt gerade auch, wo du es erzählt hast, du hast 1,48% Zinsen bezahlt, da sind wir ja mittlerweile nicht mehr. Also die Zinsen haben sich jetzt ein bisschen verändert, sind jetzt gestiegen und da die Frage, ob das Einfluss schon auf eure Flip-Deals hat. Ja, also die sind jetzt gestartet, bevor das alles war, aber natürlich, wenn jetzt noch irgendwelche Sachen auftreten, das ist ja meist bei Baustellen so, auch zum Beispiel in Röther, wenn irgendwo Sachen fertiggestellt werden oder vor allem das erste Mal, wenn der Abbruch durch ist, dann fallen ja immer ein paar Sachen auf noch, die man vorher nicht so geplant hatte, da gelten dann ja auch nicht mehr die Angebote teilweise, da merkt man natürlich diese Preissteigerung im Bau momentan, ohne Frage, und wenn man die Baukosten natürlich dann teurer finanziert, ist das auf jeden Fall ein Faktor. Ich denke allerdings, dass jetzt auch die Immobilienpreise an sich von fertigen, entwickelten Immobilien noch weiter in die Höhe schießen werden, weil ja die unentwickelten Projekte natürlich mehr Fachkompetenz und Kontakte vor allem benötigen, um bestimmte Preise überhaupt planen und halten zu können. Somit sehe ich jetzt die aktuellen Flip-Projekte erstmal nicht als Problem. Allerdings, ja, kann man da, denke ich mal, jetzt auch nicht eine Prognose für die nächsten 5 Jahre abgeben. Also das hängt ja dann wieder, wie gesagt, von den Baukosten ab, von den Märkten, auch von den generellen Finanzmärkten. Das hat ja auch einen Einfluss, nehmen die Leute Geld aus den Aktien raus, zum Beispiel in Immobilien oder andere Assets. Das sind ja Marktzusammenhänge, die man dann im Einzelnen in der Situation, wenn das nächste, der nächste Deal ansteht, dann wieder prüfen muss. Ja, also ein bisschen mehr auf Sicht fahren aktuell, ne? Genau. Das trifft es, denke ich, relativ gut. Ja. Ja, sind wir am Ende des Interviews. Also sehr spannend. Vielen, vielen Dank für die Einblicke und vor allem auch, dass du uns mal so ein bisschen in das Umfeld Leipzig, südlich von Leipzig, Röther geführt hast. Habe ich, muss ich sagen, gestehen, noch nie von gehört. Aber ich glaube, so Einzugsgebiet, halbe Stunde. Wie viele Kilometer sind das? 20, 25 Kilometer sind das? Ja, ja, ungefähr. Ich glaube, 25, 24 waren das. Also ist ja direktes Einzugsgebiet. Ich drücke die Daumen, wünsche dir viel Erfolg und bin gespannt, was so in den nächsten Jahren da noch passiert und lass da gerne von dir hören. Vielen Dank. Ja, ich bedanke mich auch und vielleicht sieht man sich ja in irgendeiner Art und Weise dann demnächst auch mal wieder.